Und weiter im Text. Oh, einer von unseren Kammerdiener wird vergast. Dafür auch ein Agent. Und beide sterben. Er hat jetzt mehr als genug belastendes Material. Und versucht zu fliehen, wird aber wieder zurückgestopft. Wir brauchen definitiv hier eine Giftgasfalle. Weil das scheint der Punkt zu sein, wo das auf jeden Fall aufhört mit der Reichweite. Also, Falle bauen. Giftgaskäfig, Falle. Ja, da ist auch so ziemlich der einzige Punkt, wo es noch hinpasst. Das finde ich schade, dass so Sachen, die in der Wand sind, sind mit den Sachen, die sich oben an der Decke befinden, überlappen. Und wir auch die Sachen an der Decke nicht bauen können, weil Sachen auf dem Boden liegen. Aber das wäre wahrscheinlich zu einfach dann. So, du willst immer noch fliehen, richtig? Ja, da ist ein Agent von dir. Pust. Nein. Oh. Okay, also unserer ist gestorben, einer von denen. Aber solange das Verhältnis 1:1 bleibt, ist das, glaube ich, okay. Nur hält er sich irgendwie ganz schön lange. Du? Ein Lebenspunkt. Genau, Kane. Stell dich mal ganz unverfänglich an den Eingang. So, du wirst wieder reingepustet. Das hat unseren erwischt. Oh, und wir können schon mal die Fallen verbinden. Drehen bitte. So, du wirst auch noch verbunden mit dem da. Und du wirst auch noch verbunden mit... Oh, ach du gute Güte. Wir können jetzt die Windfalle nicht mehr mit dem da verbinden. Also, die Druckplatten. Die Druckplatte löst die Windfalle aus. Die Druckplatte löst die Windfalle aus. Die Windfalle löst die Giftfalle aus. Und die Giftfalle aus. Diese Druckplatte löst die Windfalle aus. Die Windfalle löst ebenfalls diese Giftfalle aus. Aber ich kann nicht diese Windfalle verbinden, ebenfalls mit dieser Giftfalle. Warum nicht? Ich kann die auch nicht irgendwie kreuz verbinden. Oh, wir machen es aber besser. Das hätte ich mir denken können. Also stopp. Die Windfalle wird nicht verbunden mit der Giftgasfalle, sondern die Giftgasfalle wird mit der Giftgasfalle verbunden. Das heißt, die Druckplatten lösen jetzt jeweils die Windfallen aus. Die Windfallen, egal welche, lösen immer diese Giftfalle aus. Und die Giftfalle löst gleich dahinter diese auch aus. Das heißt, es müssten eigentlich kurz nacheinander die Fallen runtergehen. Okay. Spiel weiterlaufen lassen. Wir brauchen Geld. So, und jetzt bitte sammelt endlich die Leiche ein und stirbt da nicht schon wieder. Ich sehe nämlich sonst ein Muster. Jo, aber jetzt ist er auch endlich tot. Sehr gut. Und wir haben 38 Angestellte. Das ist nicht gut. Und warum blinkt die Weltkarte nicht? Eigentlich sollte die Weltkarte jedes Mal blinken, wenn einer von unseren stirbt. Und da sind gerade 7 gestorben. Und da sind nochmal 4 gestorben. Wir haben gerade richtig Leute verloren. Oh, weia, weia, weia. So, du. Ja, jetzt brauchen wir uns auch nicht mehr verstecken. Ist keiner mehr da. Ist doch albern. Ja, können wir uns sparen, das mit dem Verstecken. War zu spät. Das ist jetzt nicht so gut. Aber ich hoffe mal, die Bediensteten kommen schnell genug wieder. Haben wir jetzt den Mann in dem Wachraum? Ja, haben wir. Du wirst bitte verhört. Da. Warte auf Auswahl des Verhörgeräts. Da wird den ganzen Leichensack abtransportiert. Sehr gut. Die Falle wurde noch nicht gebaut. Und dich verwirren wir mal. Wenn du da wieder reinkommen willst. Sehr gut. Was macht der Generator? Der Generator steht. Also können wir die Computer wieder einschalten. Klick, klick. Und einmal auf Geld, bitte. So. Jetzt haben wir eine ganze Zeit lang keine Leute mehr über. Denn es müssen erstmal alle Computer wieder besetzt werden. Und wie geht's eigentlich dem bösen Genie? Planweltherrschaft. Ja. Alles auf 100. Sehr gut. Also er wird wohl nicht müde. Was ein gutes Zeichen ist. Er hängt komischerweise vor unserer Tür rum. Versuchst du wieder reinzukommen? Nö, kratzt er bloß am Kopf.
Die Fallen scheinen wirklich gut zu funktionieren. Der einzige Nachteil ist halt, dass sie auch bei unseren Leuten funktionieren. Und da werden neue Leute ausgebildet. Sehr gut. Verhörraum, genau. Er ist ganz schön stark, wenn er so einen Typen hochheben kann. Und. Ja, wir haben endlich Wachleute. Sehr gut. Das wurde auch mal Zeit. Davon bilden wir jetzt gleich noch ein paar neue aus. Denn die Jungs sollen ja auch im Ausland gleich viel mehr bringen. Wie viel können wir davon noch bauen? Hallo? Achso, wir verlieren jedes Mal einen davon. Ah, okay. Stellen wir das mal runter auf, sagen wir mal 30. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist, aber ich hoffe dann einfach mal, dass wir 10 in der Basis lassen können und 20 ins Ausland schicken, um mehr Geld zu bekommen. Das wird dann wohl hier oben gewesen sein. Du bist ein Einbrecher, ein außergewöhnlicher Smash-Einbrecher, der sich von einer Papatrappe vor allem von hinten erschrecken lässt. So außergewöhnlich kannst du nicht sein. Du rollst dich über die eine und löst die andere aus. Und wirst ganz rausgepustet. Sehr schön. Und gleich wieder pappattrapisiert. Das heißt, deine Intelligenz dürfte richtig schön runtergehen. 1. Sehr gut. Damit haben wir gerade einen außergewöhnlichen Agenten quasi ausgeschaltet. Ich denke mal, mit einem Punkt Intelligenz wird er jetzt nichts mehr großartig finden können. Und Pust. Dafür darf er in die Todesfallen laufen. Die nicht aktivieren. Na gut. Ja, du kannst dich echt super abrollen. Läuft da lang. Wir haben 9 Kammerdiener, sehr schön. Oh, unsere Wachleute. Was für Tische brauchen die eigentlich? Hier. Sie benötigen einen Trainingssandsack und eine Wache. Okay, davon brauchen wir gleich ein paar mehr. Wir hätten gerne einen Trainingsanzug. Da. Da. Und da. Sind wir eben 15.000. Aber so können wir wenigstens 3 Wachen gleichzeitig trainieren. Und ich denke, das brauchen wir auch mindestens. Da die ja recht schnell sterben werden. So, die Gefängniszellen sind wieder inaktiv. Die müssen wir eh später umbauen. Und wir haben neue Ermittler. Die alle auf die Attrappen anfangen. Okay, unsere Leute auch, aber das sind ja nur Hiwis, das ist egal. So, ihr löst die Fallen nicht aus, weil ihr seht, wo er langläuft. Das ist natürlich nicht so schön. Aber jetzt, kommt, jetzt wollt ihr nochmal durchlaufen, oder? Auch wenn die Fallen irgendwie nicht aktiv sind. Warum auch immer. So, die wird ganz rausgepustet. Sie wird auch gleich ganz rausgepustet. Jo. Und er auch. Sehr schön. Also bisher hat es seit einer ganzen Weile keiner mehr geschafft, in den inneren Bereich vorzudringen. Und genau so war das ja auch geplant. So, Weltkarte. Wir haben wahrscheinlich 4 verloren. Na, 3. Hier sind auch alle weg. Obwohl die Wut da nur richtig gering war. Das ist echt nicht nachvollziehbar. Aber gut. Du, einer kannst da jetzt bleiben und stehlen. Was schaut's hier aus? Hier haben wir nur noch 3 und 1. Können auch da bleiben. Jedes bisschen hilft. Und sobald die tot sind, schicken wir einfach neue hin. Wir müssen halt nur warten, bis die Leute hier alle ausgebildet sind. Wir haben noch 15.000. Aber die Dinger müssen noch gebaut werden. Das heißt, wir sind gleich pleite. Das ist nicht so gut. Warum sieht man die Fallen hier nicht? Sind die irgendwie kaputt oder so? Nö. Ah, jetzt sieht man sie. Okay. Komm. Sehr schön. Aber komischerweise hat sie keinen Schaden bekommen. Wahrscheinlich ist sie nur hängen geblieben und nicht wirklich reingeworfen worden. Das ist natürlich nicht so schön. Und? Jo, erwischt. Sehr schön. Also ja, wir können die Ermittler jetzt eigentlich ignorieren. Hingucken können wir nur noch, um zu testen,
wie gut die Fallen wirklich funktionieren. Aber wir müssen uns jetzt keine Sorgen mehr machen, dass sie irgendwas finden, was sie nicht finden sollten. Auch wenn es wahrscheinlich nicht so gut ist, dass sie alle sterben. Ich denke mal, deren Auftraggeber werden sich dann irgendwann wundern, wo die alle bleiben. Aber ja, lieber so als andersrum. Nächste Projekte. Die Sandsäcke sind alle da. Das heißt, es werden wohl nach und nach die Wachleute jetzt ausgebildet werden. Und wir haben 15.000 Dollar zum Verspielen. Also hätten wir jetzt gerne eine Schatzkammer hier. Speisesaal. Oh, wir haben noch gar keinen Speisesaal. Den können wir mal bauen. Der dürfte ja echt ganz unverfänglich sein. Also einfach mal hier so einen Speisesaal hin. Mit einer Verbindung nach hier. Dann laufen noch mehr von unseren Leuten hier hin. Und Agenten folgen ihnen noch wahrscheinlicher. Also momentan opfere ich ja quasi meine Bediensteten, damit die feindlichen Agenten sterben. Der Sinn war eigentlich, dass unsere Leute einen Korridor nehmen und die Agenten einen anderen. Aber so funktioniert die Mechanik irgendwie nicht so wirklich. Ich mache hier mal einen Zugang. Nee, mache ich doch nicht. Ich will keine Fehler machen. Aber ich glaube, das ist unvermeidlich. Also machen wir einfach hier einen Zugang. Solange es nur einer ist, ist ja okay. Dann müssen die Agenten sich trotzdem entscheiden, welchen Weg sie nehmen. Also, wir hätten gerne eine Theke. So. Und ein Mixer. So. 15.000. Ein Speisesaal braucht eine Theke, an der das Essen ausgegeben wird. Es wird immer ein Bediensteter benötigt, der in der Theke das Essen vorbereitet. Durch die Verwendung einer Stecho kann der Personaleinsatz im Speisesaal besser koordiniert werden. Okay. Und wofür war jetzt das Mixer-Dingens da? Mixer? Steht nichts. Wahrscheinlich nur für unterschiedliches Essen. Das kostet eben 15.000 extra. Küchentheke. Küchentheke mit großer Mixerschüssel. Also wahrscheinlich nur ein Upgrade von dem anderen. Na gut, sollte auf jeden Fall für alle unsere Bediensteten reichen. Ja, und die ist gerade einfach durchgerutscht, ohne Schaden zu nehmen. Nee. Aber gut, ich denke mal, später werden wir so viel Geld verdienen, dass wir auch ruhig das Angestellte einstellen, etwas höher stellen können. Oh. Ah, das klappt. Aber wir sollten trotzdem hier noch mehr Gastfallen hinstellen. Sonst wird sie irgendwann mal durchgepustet. Komm, tritt drauf. Sehr schön. Und. Der Windpuster kommt nicht ran, weil da eine Tür ist. Spricht was dagegen, wenn wir die Tür wieder wegnehmen? Jetzt mal ehrlich. Die Touristen dürften gar nicht erst reinkommen, wegen der Zweiertür. Und wenn, werden sie hier von den Pustefallen schon aufgehalten. Testen einfach mal. Du kommst jetzt mal weg und wir stellen dich einfach hier hin. Auftrag, das Objekt zu bewegen, bestätigt. So. Oh, irgendjemand hat gerade geschossen. Achso, auf die Puppen. Okay. Weil jetzt müssten die Windfallen immer die Leute zurückpusten. Zivilisten werden verwirrt, Bedienstete werden verwirrt, alle werden verwirrt. Sehr gut. Und du müsstest jetzt gleich da reinlaufen. Wir haben schon ein paar Wachen. Sehr gut. Was sagt die Weltkarte? Keine Toten. Schon mal sehr gut. Aber ich sehe hier einen feindlichen Agenten. Also verstecken wir uns mal. Hier sehen wir auch welche. Verstecken wir uns auch. Und wir sehen eigentlich überall welche. Verstecken. Verstecken. Heißt, wir haben jetzt eine Weile keine Einnahmen, aber wir verlieren wenigstens keine Zeit durch Bedienstete einstellen. Das ist ja auch okay. Die kratzen sich alle am Kopf. Und das Ding sollte hoffentlich auch bald mal gebaut werden. Oh, ich sehe schon Springdingens. Sehr schön. Und 3, 2, 1. Sehr schön. Und endlich benutzt einer meinen Tischtennisplatz.
aber er wartet wohl auf einen zweiten Spieler. Solange er sich beschäftigen kann, ist alles gut. Noch irgendwas. Lautsprecher standen schon, das haben wir schon geklärt. Strom haben wir auch. Irgendwann sollten wir da nochmal eine Tür hinsetzen. Aber die kosten ja auch Strom. Und hier muss auch unbedingt eine Tür hin. Kane ist da. Sein Einzugsbereich können wir noch optimieren. So, hoffentlich ist der da noch mit drin. Also der da hat gerade einen rosa Pfeil bekommen. Der da ist auf jeden Fall auch noch drin, sehr gut. Die Frage ist nur, ob die da mit drin sind. Naja, so oder so. Wenn die aufstehen und weggehen oder hier hinkommen, kriegen sie auch schon mal einen Schub durch ihn. Also es war keine schlechte Idee, so oder so. Aber jetzt erstmal Stopp. Speichern. Speichern. Und wir haben nach Folge 19 und sehen uns gleich wieder.